Meine Mutter hat damals bei Theben auf dem Personalbüro gearbeitet und hat unter anderem auch PZ-Personal gemacht. Einmal die Woche war sie bei PZ. PZ ist ja die Tochter von Theben, klar. Und dann war sie einmal in der Woche bei PZ und wusste noch, dass da im Büro eine Stelle frei wird. Da war damals ein junges Mädchen da, die hat einen Freund von außerhalb gehabt und ich wollte zu dem ziehen und hat dann gekündigt. Ja, dann hat sie daheim so gesagt, wäre das nichts für dich, du sagst doch immer, ich will gern was anderes. Und gesagt, ja, das mache ich, da bewerbe ich mich. Und dann hat sie damals mit dem Herrn Borusch gesprochen, das war damals der Geschäftsführer. Und ich glaube, einen Tag später hat er mich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Ich habe nicht einmal ein Bewerbungsschreiben gehabt, bloß einen Lebenslauf und ein paar Zeugnisse. Und da bin ich gesessen bei ihm am Schreibtisch und wir haben miteinander gesprochen. Und er sagt zum Schluss, wann kann ich anfangen? Und ich gucke in meinen Vertrag und dann sehe ich, oh, gesagt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt müsste ich heute kündigen. Er schiebt mir das Telefon hin und sagt, rufen Sie mal Ihren Chef an und kündigen Sie. Und so haben wir das gemacht. Nein, ich kündige damals beim Ulsport und bin auch mit 20 zur PZ gekommen. Ja, war eine schöne Zeit, man war ganz wenig unter, wie gesagt. Also das technische Büro war auch noch drin im Verwaltungsgebäude. Und ja, damals noch mit riesigen Zeichenbrettern, die so gehabt haben zum Konstruieren. Da sind ja in einer Reihe, ich weiß gar nicht mehr so, ich glaube, 5 bis 6 Zeichenbretter gestanden, wo die konstruiert haben. Und auf der anderen Seite war, ja, das war so zweigeteilt, war die Verwaltung, also das Büro. Und ja, da haben wir manchmal auch gearbeitet, bis abends spät, da ich mal 8, 9 war. Und dann hat der Herr Borusch gesagt, so, alle zusammenpacken, wir gehen jetzt Pizza essen. Und das war also fast jeden Monat einmal der Fall. Es war eine richtig schöne Zeit, das muss man echt so sagen. Wir sind gewachsen, klar. Also wenn ich heute in die Produktion komme, das ist nicht wie früher. Da kannte ich jeden, da wusste ich, der ist verheiratet, der hat 3 Kinder, der hat 2 Kinder. Und wenn er mal gefällt hat, wusste ich auch, was ihm fällt. Aber das ist heute nicht mehr so bei 200 Personen oder mehr als 200. Aber trotzdem, wir haben viele Feste, wir feiern Feste. Und es wird uns auch von außen gespiegelt, also zum Beispiel der Herr Hellberg ist jedes Mal mit dabei als Aufsichtsratsvorsitzender. Als Aufsichtsratsmitglied, der Herr Harris Vorsitzender, genau. Und jedes Mal, wenn er zur PZ kommt, zu einem Fest, dann sagt er, das ist einfach so schön bei euch, so familiär. Und das finde ich auch, das ist heute noch so. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin zur PZ gekommen und ich habe gewusst, ich bin angekommen. Ich bleibe da. Aber ich muss ehrlich sagen, ja, war noch nicht, wieso hätte ich sollen wechseln? Mir hat es immer gefallen. Ich habe mich da aufgehoben gefühlt. Wie gesagt, PZ ist meine zweite Familie. Ja, was wünschen wir? Dass es PZ noch die nächsten 50 Jahre auch noch gibt. Oder noch länger. Ja, das und ja, dass es so weitergeht eben. Und ja, dass immer genügend Arbeit da ist und immer Leute, die sich so engagieren, wie zum Beispiel der Robert, war vorne draus gegangen. Ja, das ist wichtig für eine Firma, für ein Bestehen von einer Firma.